Hallo Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband. Ja, Dankeschön an alle, die schon so lange zuschauen und auch an die neuen Zuschauer. Ja, es macht richtig viel Spaß. Ich liebe dieses Game. Es ist zwar mega bugverseucht und ja, zum Beispiel die Erfolge gehen nicht, aber ich denke, ich habe es bereinigt. Also eventuell gehen jetzt die Erfolge. Wenn nicht, keine Ahnung. Wir werden es dann mal testen, wenn wir hier mal ein bisschen von den Nords immer beschützt haben. Hier geht es 39. Wir machen dann das Erfolgs Sarantian Knights. Oder einfach Arabien. Nein, es ist nicht Arabien, es heißt Sarantian Knights. Wir müssen einfach übernachten im Zelt in der Wüste. Machen wir das nachher. Hm? Also. Gucken wir mal, was wir haben. Wir haben nichts. Ja. Kriegst du noch eine Faustübe. Tja. Freiweg 24. Oh, sieht arm und vernachlässigt aus. Wieso? Also wir haben nicht mehr... Ah, seht ihr? Sie kommen schon. Die wollen uns erwecken. Mein Dorf. Muss das sein? Lasst mein Dorf in Ruhe. Ihr Pfeifen. Ihr seid solche Pfeifen. Wehe. Psst. Hey, kommt hier hin. Wir haben die KI. So richtig amüsant. Genau. Sie greifen jetzt nicht an. Wir werden sowas von die verarschen. Vielleicht mal einen... Vielleicht alle mal hier nach Praven... nach Veluka schieben. So. Und jetzt vielleicht... Wer ist hier? Rodok. Gnade von Königreich des Vegiers. Sieht langsam schlecht aus für Vegier, hä? Und Rodok. Naja, Rodok hat ja jetzt wieder einen bekommen. So, und jetzt? Greift niemand an. Und wenn wir den jetzt angreifen? Ah, jetzt kriegen wir einen. Das Glück ist euch heute nicht hold. Das habe ich jetzt gesagt, ihm und nicht mir, oder? Naja. Wir erledigen es denn sowieso. Kommt, meine Leute. Machen wir richtig fett Krieg. Ja. Die schwachen Truppen sind ganz vorne, weil sie natürlich die schnellsten Pferde haben. Boah, haben die wenig Einheiten. Oh, das war ein Rülpser des Ruhms. Ja, leider sind sie... richtig schwach. Ich hätte mehr gedacht. Ja, ein Waffenkampf. Kann man so schnell wieder ein... geben. Das ist kein Problem. Solange es keine swartischen Ritter sind, ist es eigentlich egal. Boah, habe ich starke Truppen. Ist ja Wahnsinn. Hier ist ein... Veteran? Nein, Armbrustschütze. Nicht Armbrustschützen. Bogenschütze, aber die Vegi-Veteranen. Muss ich mal schauen, wo die sind. Da ist ein Rodok-Armbrustschütze. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wo die sind. Jeremus hat wieder einen erledigt. Hey, du da.
Krass. Boah, eine blutige Sichel. Wahnsinn. Also einer gestorben, ja. Ja, der sarantische Reiter ist natürlich auch gestorben. Ihr seid nun mein Gefangener. Ja. Fußsoldaten, sarantische Ritter. Waffenknecht. Ihr Feiglinge. Ihr absolute Feiglinge. Heftigst. Ach, 36, 37. Boah. Gute Sachen, ey. Heftigst. Wir besiegen jetzt alle. Die haben keine Chance. LOL. Da hat's noch mehr gehabt. Ey, Ruhm, eilt euch voraus, Monika Basler. Ja, Erdin mag auf euren Trick hereingefallen sein, aber wenn ihr gegen mich antretet, seht ihr einen weit gerissenen Feind ins Auge. Werden wir bis zum Ende kämpfen. Jetzt habe ich noch einen Ritter und einen Waffenknecht. Zurück. Das wird jetzt sowas von heftig. Sowas von heftig. Die werden sowas von sterben. Nicht immer abblocken. Scheiße. Hey! Ah, die sind wieder weit weg. Das ist unfair. Feindverluste, eure Verluste, keine. Gesamt. Verwundet. Also, ja, ich muss mich regenerieren. Die anderen können mal losgehen. Das ist so unfair manchmal. Die KI ist einfach ein bisschen zu dumm. Gehen ringsum oder... Ja, plötzlich bin ich umkreist. Und ihr wisst ja, wie das Rektol-System, also das System der, der Treffer so ist. Also man hat immer wieder diese Zurückweichen. Und da hat man keine Chance, also... Ich war plötzlich umkreist. Die anderen sind alle durchgeritten und haben mich in... Ja, die haben mich einfach in Stich gelassen. Also ich konnte eigentlich fast nichts dafür, oder? Also doch. Hm. Tja. Ja, ja. Trotzdem. Auch wenn ich mal wieder ein bisschen bewusstlos wäre. Ich gebe sicher so schnell nicht auf. Aber es ist spannend. Hä? Die Leute wollen unbedingt, dass ich natürlich auch mal etwas bekomme. Also etwas... Ja. Etwas büßen müsste. Und die, ja, greifen mich total konzentriert an. Nur mich. Die anderen ignorieren sie. So. Oha. Er schafft es zu fliehen, ja, ja. Ist nicht so schlimm. Nordhuskalen. Die nehmen wir gefangen. Ah, da haben wir schon. Ja, ja, komm, lass ihn jetzt. Fürstlicher Lederhemd. Krass. Die kosten nämlich so viel.
So, der nächste haben wir. Wegereiter, sind die gut? Machen wir mal einen Wegereiter. Oh, das sind aber gut aus. Machen wir noch eine Infanterie. Rodok-Sperrwerfer. Armbrustschützen, ja, Scharfschützen ausbilden. Mameluke, komm. Armbrustschützen-Veteran. Die lassen wir jetzt noch. Hä? Nicht allzu viel. Jetzt sind nur noch die zwei, die mit meinem Dorf angreifen könnten. Aber ihr seht's. Die konzentrieren sich auf Eme. Ich muss jetzt rüber. Ah, die hauen ab. Okay, sie haben nicht mehr. Ich muss sie irgendwie locken, hä? Die haben Eme überhaupt nichts anrichten können oder haben sie geklaut. Es kann schon, dass sie geklaut haben, aber... Ja, da kann ich's, ich kann es nicht verhindern, sozusagen. Okay, netto haben 18.000 haben wir jetzt. Netto haben minus 8.013. 813. Ach komm. Hey, hallo. Bitte. Geht jetzt weg. Alle zusammen. Kann man nicht mal wieder ein bisschen Frieden machen? Ist ja wahnsinnig, wie böse die auf mich sind. Sonst muss ich die Einzelnen besiegen irgendwie. Komm, wir locken sie einfach weg. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Komm, wir lassen jetzt einfach mal die Zeit ein bisschen verstreichen. Emir Tachias, der ist schon wieder geendet. Oder ist der... Nein, der Tachias ist immer... Doch, der ist irgendwo anders gewesen, oder? Tja, sind aber immer noch schneller, hä? Komm, aufteilen. Irgendwie muss ich die schaffen, aufzuteilen. Bitte, Leute. Jetzt kommt endlich. Hallo, Svadir. Svadir, wo seid ihr? Hallo, hier bin ich. Ich werde von zwei großen Armeen belagert. Ah, ich kann nicht machen. Ich kann nichts machen. Jetzt endlich. Helft mir. Ja. Dann lassen wir den mal. Tja, ich kann dem nicht helfen. Es sind zu viele. Ich kann... Ja. Was soll ich machen? Okay, der Kerl greift weiterhin an. Pech. Du Strunze, du dummes Teil. Oh, ein Turnier. Jarl Bulber ist von minus 1 auf 0 angestiegen. Okay. Der Lasalit. Ein Buchhändler. Ja, so meine Faust. Hm. Das haben wir letztes Mal schon gehabt, gell? Wir machen einfach Turnier. Wir haben zwei vor dem Hause, aber wir machen ein Turnier. Ja, ja. Weil wir es können. Metallverstärkte Beinschienen verstärkt. Ja, das reimt sich. Tja. Machen wir uns beim Turnier.
bisschen eine Ehre. Ich werde langsam verrückt. Boah, die Roten haben alle noch überlebt. Ja, was? Der macht 16 Schaden. Auf Rang 2. Ich habe verloren und bin auf Rang 2. Okay. Irgendwie ist das Turnier völlig beschissen. Arschetour, wieso hast du verloren? So, danke schön. Oh, da haben wir noch ganz viele. Trifft doch besser. Hey, fast hätte ich noch verloren. Ich bin auf Rang 3. Ich töte alle und außer einen habe ich nicht getötet. Konnte ich nicht so viel töten, aber voll easy jetzt gerade gewesen. Heftigst. Kämpft in der nächsten Runde. Ah, da. Jetzt versuche ich den noch. Ha. Die blöden Nahkämpfer immer. Sind die schwersten mit den Schilden als mit den Einhandwaffen. Ja, wie unfair! Was ist denn das für eine unfaire Konstellation? Zum guten Glück sind die immer so richtig fett dumm. Das ist ja mega böse, bis ich endlich mal bei ihm bin. Landsknecht Schwertkämpfer. Bin ich jetzt Sieger? Was? Rang 6? Ich verstehe die Konstellation nicht mehr. Toll. Ja, toll. Wie dumm ist denn das? Hey, wie dumm ist diese Konstellation? Was ist das gewesen? Ey, ich bekomme die Krise. Mache ich einfach Pferdangriff die ganze Zeit. Wenn ich ja nicht treffen kann. Oh, 25 Schaden hinzugefügt. 25 Schaden wieder. Nochmal 25 Schaden. Der ist bald tot.
Kratos, wer ist denn Kratos? Ich mache immer diesen Kreis, den kennt man aus dem Gladiator-Film. Da hat ja auch der Maximus so einen Kreis gebildet beim Kampf, wo er zu Pferd war. Das war richtig genial. Ja, gehen wir nochmal in die Burg. Oder gehen wir einmal in die Burg. Da ist diese Dame wieder. Wo ist der König? Ribelet. Er will aber nach Veluca kommen, okay. Aber in Ribelet wirst du noch lange nicht in Veluca sein. Tja, jetzt hast du eine deiner... Ja, ja, gieß ihm. Tja, was wollt ihr jetzt machen? Hm? Was wollt ihr jetzt machen? Ihr haut ab? Komm, einen möchte ich gerne. Besiegt noch. Man sagt, ihr habt Jarl Edin besiegt, doch ich werde eine härtere Probe für eure Waffen geschickt sein. Darf ich lachen? Jetzt gibt's eins auf die Fresse. Aber fett eins auf die Fresse, gell? Ja, meine lieben Truppen. Boah, alles gepanzerte Pferde. Heftigst. Da ist er. Ja, besiegt ihn. Schon tot. Na, noch nicht ganz, aber jetzt. Bald ist es soweit. Nein, es ist ein Jahrkrieger gewesen. Das, jetzt ist der Jarlgarland dran. Und jetzt alle nach vorne. Der Firenze hat ihn getötet. Schmachmade. Nein, nicht ein Mameluke. Die bösen Nords. Eieiei. Dankeschön, Dankeschön, meine Damen und Herren. Wir haben einen schönen Kampf. Hier wird auch noch einer getötet. Dann habe ich getötet. Ja, Flaschen. Da haben wir noch ein paar, die fliehen, die armen Flecken. Das sieht so genial aus. Ja, ja. Ich hab ein großes Seil. Ich schlitze jetzt ein paar Köpfe auf. Ja, ganz gute Köpfe. Yay! Einen gestorben. Ich schaff's natürlich auch zu fliehen. Hab ich ein Pech? Krieger. Nordveteran. Naja, lassen wir das. 35. 37 rostig. Rüsten wir uns das auch an. 19. So, einen haben wir uns noch geholt, oder ja, ist abgehauen, aber, Baschetur. Der Baschetur ist der Krieger. Eisenschwarte. So. Baschetur, was hast du als Waffe? Ein 29er Säbel.
Eine Fernkampfwaffe müssen wir unbedingt austauschen. 30, 36. Ein Bogen hast du 22. Okay. Eine hat doch Wurfwaffenfähigkeit. Die hat zum Beispiel Wurfwaffen. Dann nimmst du das Säbel, hä? Die Klinge. So, Militärhackmesser. Das ist nur Wurf. Dann nimmst du das Schwert noch, hä? Gut. Jetzt habe ich noch das Level. Und zwar werde ich... Ich werde mal kurz speichern. Einfach zur Sicherheit. Ja. So. Und zwar habe ich ja gesagt, ich möchte Anführerschaft Handel. Tja. Was soll ich nehmen? Ich werde Kampfstärke. Hä? Ist auch Stärke. Waffenmeister ist dann Geschick. Wendigkeit. Und wenn ich Wendigkeit nehme, habe ich auch nichts. Ich muss Eisenschwarte nehmen. Hm? Bogen schießen. So. Und dann nehme ich halt Wendigkeit im nächsten. Hä? Okay, ich habe es jetzt gut geschafft, hä? Denke ich mal. Jetzt gehen wir zuerst einmal kurz zum Gildenmeister. Schauen dort nach uns nach um, was wir haben. Nein, ich kann hier nichts. Ich muss warten, bis es weg ist. Also gehen wir zurück nach Emer, schauen noch kurz uns das Dorf an. Ich glaube, es wurde nichts geklaut. Hä? Feindliche Patrouillen in Burg Egelion. Ah ja, der geht ja weg. Der haut ja ab. Dieser Feigling. Ja, im nächsten Part schauen wir vielleicht uns das noch an. Warten vielleicht eher noch ein bisschen, bis der Krieg vorüber ist. Ja. Sonst haben wir dann plötzlich wieder einen Kampf. Okay, diese Scheißquest hat noch... Die mögen mich noch mehr jetzt. Wegen was? Weil ich sie gerettet habe? Keine Ahnung. Tja, also dann, da bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ja... Schreibt mir mal, wie ihr das findet, dass ich das Let's Play. Ich will es ja weiter Let's Playen. Die Zahlen sind halt ein bisschen zurückgegangen, aber ja. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.